Emanzipation, Liebe, Verrat und Rache. Das sind die zentralen Themen im Nibelungenlied. Vor allem aber beschreiben sie das Leben von Kriemhild, der Hauptfigur in Mario Schröders Ballett. Das Nibelungenlied aus dem 13. Jahrhundert erzählt die Geschichte einer Frau, die versucht, ihren Platz in einer höfischen Männergesellschaft zu finden, ohne dabei jedoch zum Nationalepos zu werden. Um diesen Fokus zu verdeutlichen, wird ihr Leben in 4 Etappen unterteilt. 4 Tänzerinnen verkörpern jeweils einen Aspekt aus dem Leben Kriemhilds: Kindheit, Jugend, frühes Erwachsensein und die Zeit als Rachegöttin. Zu dieser wird sie, weil ihr geliebter Siegfried vom eigenen Onkel erschlagen wird. Romy Avemark verkörpert dabei die jüngste der 4 Kriemhilds. Also es ist wirklich ein kleines Mädchen, was am Burgundenhof rumhüpfen kann. Die 3 Brüder, die 3 Könige, haben schon ihre Struktur und die mischt sich da einfach immer ein bisschen ein, lässt sich mal heben, spielt mit denen und sie lassen das auch noch zu und sind ganz liebevoll, obwohl sie trotzdem ihre tänzerische Struktur, also diese Hofstruktur, sage ich mal, beibehalten. Und selbst wenn ihr Onkel dazu kommt, der sie mal in diese Richtung schubst oder auch mal in diese, ist es mehr so ein kleines Spiel immer noch für das Kind. Also sie sieht das nicht wirklich als eine Grenze, sondern eher ein kleines Spiel zwischen ihr und dem Onkel. Die Wandlung zur jugendlichen Kriemhild, getanzt von Vanessa Shield, ist gekennzeichnet durch Strenge und innere Zerrissenheit. Kriemhild ist etwa 10 Jahre alt und sie will ihre Freiheit, möchte mit ihren Brüdern spielen. Aber in dem Alter muss sie auch ihren Onkel Hagen respektieren und tun, was er will. Sie ist hin und her gerissen zwischen kindlichem Spiel und der Kontrolle ihres Onkels. In der Choreografie sieht man, dass er mich wie eine Marionette führt. Doch es gibt auch Momente, wo ich mich befreien möchte. Jedoch hat er mich fest im Griff. Wer beim Nibelungenlied schwere und traditionelle Musik erwartet, der wird sehr überrascht sein. Für die Produktion entschied man sich an der Oper Leipzig ganz bewusst für kontrastive Musik mit modernen Elementen. Anstelle eines Orchesters wird sie von 2 jungen Musikern gespielt. Einer von ihnen ist Thomas Leboeck. Ja, das Instrumentarium des Abends ist einerseits Schlagzeug im weitesten Sinne. Ich habe zu Anne gesagt, ich hätte gerne so etwas wie präpariertes Schlagzeug, also Schlagzeug, das nicht unbedingt nach Schlagzeug klingt, sondern mit anderen, zum Beispiel mit Essstäbchen gespielt oder irgendwelche Decken draufgelegt oder sonst wie bearbeitet, dass das ein bisschen sozusagen eher ins Elektronische auch klingt. Und es gibt dann noch ein Xylophon, das spielt Andi. Dann gibt es ein Glockenspiel, dann gibt es hier solche Tasteninstrumente wie das hier oder sowas. Dann gibt es einen Computer und ein Flügel. Optisch komplettiert wird diese moderne Ballettproduktion durch die Einbindung des Fritz-Lang-Films aus dem Jahr 1924. Dieser wird auf riesige, bewegliche Leinwände projiziert, die den Tänzern als Kulisse dienen. Premiere feiert das Nibelungenlied am 14. Juni als 2. großer Ballettabend im Wagnerjahr.